Hallo, Hässler. Was ist denn los? Ich bin vorbeigefahren bei euch. Polizei? Ja, Kriminalpolizei. Strobel. Schon gehört, ein Mord hier. In unserer schönen Gegend, passt gar nicht hierher. Ist Ihr Vater auch hier? Nein, der kommt nur zum Wochenende. Der operiert entweder oder er hält Vorträge in Amerika. Wo ist denn das gewesen, Hässler, in der Nähe? Ah, da hinten, ungefähr 200 Meter von hier. Eine Frau? Ja. Sind Sie öfter hier? Naja, so oft nicht. Ich habe kein Verhältnis zu Bienen. Ich kaufe mir den Honig lieber. Nein, ich komme nur hierher, wenn ich mal einen Tag lang verschwinden will. Nach einer schweren Sauferei oder wenn ich kein Telefon hören kann für 24 Stunden. Aber sonst, nee. Sind Sie auch Arzt? Nein, ich bin Kaufmann. Arzt habe ich gar nicht erst angefangen. Besser als mein Vater gibt es nicht, sagt er. Wenn Sie mich fragen, sage ich auch. Herr Strobel, waren Sie zufällig am 12. September hier? Wieso kommen Sie auf den 12. September? Da wurde die Frau umgebracht. Ja, wieso? Haben Sie sie schon identifiziert? Ja. Und, wer ist es? Eine gewisse Maria Kaiser aus München. Der Name sagt mir nichts. Darf ich Sie fragen, was Sie hier draußen wollten? Mein Vater hat mich angerufen. Er hat gesagt, was passiert ist. Er meinte, ich soll mal nachschauen, ob das Haus noch sicher ist. Sonst will er die Bücher wegholen. Manchmal ist er wirklich ein bisschen weltfremd. Er könnte Gitter anbringen. Aber einbrechen und Frauen ermorden sind doch völlig verschiedene Dinge, oder? Und er hat Angst um seine Bücher. Wiedersehen.